Sammlung im Turm einberufen. Eine gute Gelegenheit für mich, Bracken endlich kennenzulernen und seine Identität zu bestätigen. Ja, hallo Freunde und damit willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play Dying Light. Diesmal als kleines Infovideo und zwar geht es darum, ihr hattet schon immer Probleme bei YouTube Aufrufe zu kriegen, Aufmerksamkeit zu erhalten. Tja, da habe ich genau das Richtige für euch und zwar die Push-Community. Was in der Push-Community gemacht wird, wir teilen gegenseitig unsere Videos, wir liken, wir abonnieren, überall auf Facebook, das ist mehr so eine Starthilfe auch für YouTube. Und wenn ihr Bock habt dabei zu sein, dann klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung und zwar geht es um Folgendes. Wir arbeiten als Team zusammen, richtig gut und organisiert. Ja, und ihr seht hier gerade im Hintergrund ein Live-Let's Play laufen, Dying Light. Und zwar ist die Push-Community auch in verschiedene Fähigkeiten eingeteilt. Da gibt's Comedy, Gaming, Bretten und ein Kurierteam, weiß nicht, bestimmt auch Musik. Weißer haben das Team dezimiert. Dann sind Reis Leute aufgetaucht, haben ihn verprügelt und das Zeug geklaut. Jetzt will Bretten die nächste Lieferung selbst holen. Das ist etwas, was wir verhindern müssen. Unterstütze mich, okay? Zum Teufel nochmal. Du kannst ja kaum gerade auslaufen. Wir brauchen dich lebend, du Idiot. Also wie gesagt, okay, es lohnt sich richtig. Rein. Ich bin auch erst seit kurzem neu dabei und es ist einfach Hammer, Lena, mit so vielen Leuten zusammenzuarbeiten, die organisiert sind und immer fest am Ball bleiben. Jade, wir würden uns freuen, wenn ihr auch mit dabei seid. Hör mal, Bracken, du solltest da wirklich nicht wieder raus. Also haltet die Ohren steif, klickt auf den Link. Stimmt. Schreibt uns an. Bleibt mit dabei. Himmel. Nichts für ungut. Aber du bist ein Grünschnabel. Du kannst nicht... Crane schafft das. Er weiß, wo er hin muss. Lena hat recht. Du solltest hier bleiben und dich um den Schnabel kümmern. Ich zeig dir gleich mal Grünschnabel, ey. Am Ende ist. Vielleicht sollten wir es nochmal versuchen, ehe wir zu Rice gehen. Ja, in Ordnung. Gut. Viel Glück, Crane. Wenn ich so ein Grünschnabel bin, dann hätte ich es ja nicht hierher geschafft. Jade, auf ein Wort? Klar. Brich zum Kessel auf. Ich melde mich dann. Brich zum Kessel auf. Alles klar. Das machen wir doch. Da wäre auch noch etwas anderes. Brackens Verletzung ist ziemlich ernst. Ernster, als er es die Leute wissen lassen will. Er ist am Kopf getroffen worden. Und seitdem hat er Krampfanfälle. Und ich habe keinen Loratrax. Oha. Das hat wohl niemand mehr. Als die Seuche ausbrach, wurden Krampflöser wie Bonbons verteilt. Es gibt schon seit Wochen keine mehr. Ja, das stimmt. Woher wusstest du das? Was soll ich machen, Lena? In der Stadt gibt es einen Mann namens Ghazi. Er hat sie allerdings nicht. Alle beisammen. Seine Mutter hatte Epilepsie. Und er hat jeden Monat ihre Arznei abgeholt. Sie starb. Vor 2 Jahren. Aber Ghazi tauchte weiter in der Apotheke auf. Oha, Epilepsie, dann wäre das Zocken nicht das Richtige für Ghazi, ne? Ghazi braucht seine Routine. Er kann da sehr beharrlich sein. Also hat er es bekommen. Du vermutest, er hat das Zeug gehortet? Falls nicht, weiß ich nicht, woher wir sonst welches bekommen sollen. Ghazi lebt in der Unterführung und erwähne den Tod seiner Mutter nicht. Er würde das nicht verstehen. Na dann... Muttertag. Ah, Schwierigkeiten mittel, gut. Ja, müssen wir wohl oder übel hier runter. Yep. Bin ich mal gespannt, was auf uns zukommt. Also,
Bin ich hier richtig? Ich kann mich nicht einfach entwurren lassen. Tja, wenn wir Sarah nicht so viel Antizin überlassen müssten, wäre ich vielleicht weniger gefährlich. Daran ist nichts zu ändern. Hier muss ich irgendwo raus, aber wo? Hier gibt's nichts. Wo geht's weiter? Toll, wie mir scheint, bin ich jetzt echt einmal grundlos im Kreis gelaufen. Da muss ich halt von denen anlabern. Tür öffnen. Nee. Das war nur meine Kajüte ganz am Anfang. Wer es nicht weiß, kann sich die Videos angucken. Stehen alle in der Playlist. Oh, sag doch mal, ey, das kann doch ja nicht wahr sein. Ich gehe jetzt einfach wieder nach oben. Ja, wie mir scheint, muss ich echt hier lang und mit... Ah, Tatsache, stimmt, mit dem Fahrstuhl muss ich runter. Das hatte ich voll verpeilt. Ja, dann wird's jetzt ernst, meine Freunde. Slums. Da die meisten Kuriere außer Gefecht sind, möchte Bracken durch die Späher die Kurierarbeit erledigen. Somit betrifft es auch mich. Wir sollen die GRE-Pakete holen, die kurz vor Sonnenuntergang abgeworfen werden. Jade soll nicht einweisen und das wird wohl unangenehm für uns beide werden. Ja, dann bin ich mal gespannt. Laden tut's immer noch. Hoho. Weiter geht's im Programm. Sammlung im Turm einberufen. Eine gute Gelegenheit für mich, Bracken endlich kennenzulernen und seine Identität zu bestätigen. Ja, hallo Freunde und damit willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play Dying Light. Diesmal als kleines Infovideo, und zwar geht es darum, ihr hattet schon immer Probleme bei YouTube Aufrufe zu kriegen, Aufmerksamkeit zu erhalten. Tja, da habe ich genau das Richtige für euch, und zwar die Push-Community. Was in der Push-Community gemacht wird, wir teilen gegenseitig unsere Videos, wir liken, wir abonnieren, überall auf Facebook, das ist mehr so eine... Na gut, vielleicht komme ich hier weiter. Kanalisation. Sieht schon mal gut aus. Dann werde ich mich mal beeilen. Nur um zu sehen, wo wir dann hier rauskommen. Ah, die geht da hinten. Ganz bis ans Ende. Ja, toll. Wo ist denn jetzt das Ziel, Mann? Wird hier auch nicht angeblättert. Beziehungsweise man sieht es schlecht auf der Karte. Oder ich muss hier rüber. Ja, Sicherheitszone wird betreten. Sehr geil. Boah. Haarscharf mit Spike, so, Gegenstände auf Lager, einmal Wasserrohr, Medikit nehmen wir, Metalle, Dietrich, Mull und Wasserrohr, das kaufen wir ihnen alles ab, sehr schön. Na gut, Inventar, Wasserrohr. Wasserrohr kann für Tischbein weg? Genau. Elektronische Bauteile, ja. Bin ich noch nicht so in der Lage. Gut, wir sind hier in der Sicherheitszone. Das war's erstmal mit diesem kurzen Info-Let's Play. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Geht in die Beschreibung, klickt auf den Link und seid mit in der Community.